Herr Herder? Herr Herder? Ja, hier. Na? Konnten Sie wenigstens meiner Tochter den Casanova ausreden? Das war gar nicht unsere Absicht. Uns würde viel mehr interessieren, woher Sie das Foto hier haben. Ja, sag ich doch. Casanova. Wie meine Kathi auf den reinfallen kann, das begreife ich bis heute nicht. Ein Foto sagt doch wohl alles, oder? Das heißt, Sie haben das Foto gemacht, oder wie? Ja, aber rein zufällig. Ich war gestern in der Stadt und wollte mir eine neue Hose kaufen. Sie haben die beiden also rein zufällig in Flagrante erwischt. Ja, und dann habe ich mit meinem Handy das Foto gemacht. Ich wollte Katharina damit die Augen öffnen. Hat aber nicht funktioniert. Nee. Das Mädchen ist total vernarrt in den Kerl. Und merkt gar nicht, dass sie sich ihre ganze Zukunft damit versaut. Wieso sollte sie sich ihre Zukunft versauen? Das ist doch ganz einfach. Erst hat sie die Lehre bei mir geschmissen. Und dann hat sie umgeschult zur Fitnesstrainerin. Das ist doch kein Beruf, sowas. Ja, und wenn der Kerl so fallen lässt, was ist denn dann? Ja, dann hat sie keine Ausbildung und keinen Job. Aber er will ihre Tochter doch gar nicht verlassen. Im Gegenteil. Die beiden wollen heiraten. Meine Güte, jetzt fangen Sie doch bitte nicht davon an. Mein Mann riecht sich schon genug über das Thema auf. Naja, wir wollen dann auch gehen. Das Foto würden wir gerne mitnehmen, ja? Können Sie gern machen. Ach, Herr Herder, würden Sie uns freundlicherweise noch sagen, wo Sie vorgestern Abend und gestern Vormittag waren? Wo soll ich wohl gewesen sein? Entweder hier in der Backstube oder im Bett. Meinen Sie, was das für eine Maloche ist, die Bäckerei hier als Zwei-Mann-Betrieb aufrechtzuerhalten? Mich brauchen Sie auch nicht so anzuschauen. Ich war wie immer dienstags abends auf meinem Volkshochschulkurs. Und gestern Vormittag war ich einkaufen. Das wär's dann auch. Wiedersehen. Wiedersehen. Wolfram Herder hat Matthias Hahn anscheinend sogar verfolgt. Um irgendwas zu finden, damit seine Tochter sich von ihm trennt. Also irgendwie kommt die Frau auf dem Foto mir bekannt vor. Vielleicht eine Verflossene von dir? Naja, mit Sicherheit nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie hatte ich beruflich mit der zu tun, aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen in mich gehen. Ja, mach das doch. Weißt du, was mir ungeheuer beim Nachdenken helfen würde? Ne. Eine schöne Tasse Kaffee. Mhm. Ja gut, also wenn ich dem großen Denker damit helfen kann, dann kriegst du ein. Geht doch. Bisschen Milch? Jo. Ja, dann grübel du mal schön. Währenddessen werde ich den Matthias Hahn vorladen und mal zu diesem Foto befragen. Okay. Und? Funktioniert schon? Bei dem scheiß Kaffee. Der Alte kann es einfach nicht lassen. Schon wieder diese Geschichte. Also, wer ist denn die Frau auf dem Foto? Ich habe absolut keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Das Foto muss doch irgendwie zustande gekommen sein. Ja, ich war auf dem Weg nach Hause und da hat sie mich angesprochen. Einfach so? Ja, sie hat mir erzählt, dass sie neu in der Stadt ist und ob ich mit ihr was trinken wolle. Na, hab ich abgelehnt. Ich habe ihr gesagt, dass ich verlobt bin. Ja, also auf dem Foto sieht das ein bisschen anders aus. Hören Sie, sie hat mich direkt angetatscht und angebaggert. Also eine Frau spricht sie einfach so auf der Straße an, versucht sie anzufassen und das, nachdem sie ihr kurz vorher erzählt haben, dass sie verlobt sind? Ja, das war ziemlich crazy, ich weiß. Aber ich habe sie dann irgendwann weggestoßen und bin einfach weitergegangen. Das ist echt eine crazy Geschichte. Es ist aber genau so passiert. Herr Hahn, ich frage Sie jetzt mal ganz direkt. Betrügen Sie Ihre Freundin Katharina? Ich meine, Sie sind ein gut aussehender Typ und besitzen ein Fitnessstudio. Da gibt es bestimmt genug Frauen, die sich freuen würden, wenn sie mit Ihnen mal ausgehen dürften. Hören Sie, das war vielleicht für mich früher interessant, aber jetzt habe ich Katharina. Und sie ist die Einzige, mit der ich zusammen sein will. Und das wissen Sie nach 4 Monaten? Ich liebe sie und ich möchte nur mit ihr zusammen sein. Sehr gut gemacht, Maxchen. Oh, deinem Gesicht nach zu urteilen, war das Gespräch mit Matthias Hahn kein großer Erfolg. Es kann ja sein, dass er ein guter Schauspieler ist oder dass ich keine Menschenkenntnis habe. Aber ich glaube ihm. Ich glaube ihm, dass da nichts war und dass er seine Freundin, diese Katharina, liebt. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Ich weiß nämlich wieder, woher ich die Frau auf dem Foto kenne. Ich habe gerade mit einem Kollegen von der Sitte gesprochen. Das war eine Professionelle. Isabel Thiemann heißt die Frau und arbeitet für gewöhnlich auf dem Straßenstrich.
Ich habe Robert und Gerrit schon losgeschickt, die suchen sie. Daran hat meine Mutter bestimmt nicht gedacht, als sie mir vorgeschlagen hat, zur Polizei zu gehen. Glaube ich dir gern. Siehst du die kleine Uhr? Nee. Okay, muss man nachfragen. Oh, hi. Oh, ihr seid zu zweit. Da mache ich euch ein gutes Angebot. Ich bin Natascha. Und wir von der Polizei. Wir sind auf der Suche nach Isabel Thiemann. Ja, die ist da hinten in dem Wagen mit einem Kunden. Alles klar, vielen Dank. Aber Jungs, vielleicht habt ihr mal Lust, nach Dienstschluss vorbeizukommen. Wohl eher nicht. Abflug, zugucken ist nicht. Wir sind von der Polizei. Isabel Thiemann. Und wenn? Steigen Sie bitte aus. Jetzt nicht, ich habe Kundschaft. Würden Sie bitte aussteigen? Kommen Sie. Und Sie fahren bitte weg, ja? Super, den bin ich ein für alle Mal los. Können wir das bitte ganz schnell hinter uns bringen, damit ich weiterarbeiten kann? Die Länge der Befragung hängt ganz von Ihnen ab. Na gut, um was geht's? Um das Foto hier. Oh Gott, wie schaue ich denn da aus? Also, woher kennen Sie Matthias Hahn? Heißt der Typ so? Woher kennen Sie ihn? Lassen Sie mich mal überlegen. Woher könnte ich bloß irgendwelche Männer kennen? War er vielleicht ein Freier von Ihnen? Wie man sind. Ich denke, Sie möchten möglichst schnell weiterarbeiten, oder? Das war ein cooles Geschäft. Ich musste noch nicht mal was tun und habe trotzdem abkassiert. Er wollte keinen Sex von Ihnen? Ich war so eine Art Geschenk für ihn. Aber er hatte kein Interesse, mich auszupacken. Und wer hat ihm dieses Geschenk gemacht? Kam so ein Typ hierher. Hat mir 80 Euro geboten dafür, dass ich den Süßen abpasse. Und wie sah dieser Typ aus? Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Der saß in einem Auto, hatte eine Sonnenbrille auf und ein Basecap. Gehen wir mal davon aus, dass die durchschnittenen Bremsschläuche Matthias Hahn galten und nicht Katharina Herder. Dann wäre der Vater natürlich unser Hauptverdächtiger. Ja, besonders nach der Aktion mit der Prostituierten. Ich bin mir sicher, dass er die auf Hahn angesetzt hat. Also ich gebe euch beiden schon recht. Er tut wirklich alles dafür, um die beiden auseinanderzubringen. Ja. Egal wie. Ganz genau. Und da der Anschlag Hahn gegolten hat, steckt auch hinter der Aktion mit den Bremsschläuchen. Ja, wahrscheinlich. Aber wie wollen wir dem das beweisen? Eigentlich bräuchten wir ein Geständnis. Das wird bestimmt nicht freiwillig von ihm bekommen. Nee. Aber ich habe da schon so eine Idee. Herr Hahn, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Es rauscht ein bisschen, aber es geht. Moment. Achtung, er kommt. Hallo, Herr Herder, wir müssen reden. Junge, was willst du hier? Mach dich vom Acker oder ich rufe die Polizei. Ich werde mich von Katharina trennen. Und das wollte ich Ihnen ja gerne erklären. Ach ja, hast du schon die nächste Perle am Laufen? Nein, das ist es nicht. Ja, wie, das ist es? Was ist es denn dann? Ja, ich liebe Katharina, aber ich liebe auch mein Leben. Ja, Junge, das ist zwar nett, was du mir hier für eine Scheiße erzählst, aber okay, ich werde das Katharina sagen. Und jetzt schönen Tag noch. Das ganze Gespräch hat überhaupt nichts gebracht. Sie müssen ihn aufhalten, schnell. Herr Herder, da ist noch was. Was denn jetzt noch? Ich lasse Katharina in Ruhe, aber nur für 5.000 Euro. Ach, 5.000 Euro, Jüngchen. Dass du auf Kohle raus bist, dann habe ich mir schon gleich gedacht. Weißt du, was das nennt, was du hier abziehst? Das ist Erpressung. Naja, ich würde eher Schweigegeld sagen. Ach, Schweigegeld? Ich habe gesehen, wie Sie das Bremskabel durchgeschnitten haben. Und hier habe ich die Fotos. Und die lösche ich, aber nur für 5.000 Euro. Elender Dreckskerl. Du hast genau gewusst, dass das Bremskabel durchgeschnitten ist. Und du hast Katharina mit dem Auto fahren lassen. Du elender Dreckskerl. Hey.
Nicht der Mist! Auf damit! Herr Herder! Auf damit! Sie sind voll auf den Fest genommen. Wir haben alles mitgehört. Warum haben Sie das getan? War doch der Kerl, ist er doch schuld! Sie haben mein Menschenleben riskiert. Fast Ihre eigene Tochter umgebracht. Mein Gott, das wollte ich doch überhaupt nicht. Kommen Sie. Jan, vielen Dank für Ihre Mithilfe. Alles okay? Danke.